Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Cornab. Ja, der Mod-Contest, das Voting ist nun öffentlich und da gibt es eine Menge Mods und die werden wir euch alle vorstellen. Alle Mods, die zum Mod-Contest gehören, wo ihr auch abstimmen könnt auf der Farming Simulator Seite bzw. dann im Mod-Hub, die werden auch auf den Thumbnails separat markiert, nur das als kleine Vorab-Info vorweg. So, wir schauen uns jetzt als allererstes den Ursus C355, C355M, C360 Pack an. Vom Modder Driver 300 und Cranian 26. Könnt ihr auch alles nochmal nachlesen. Das Ganze gibt es nur für PC und Mac. Und findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Kompakttraktoren. Der Modder selber schreibt dazu: Der Mod verfügt über 7 Konfigurationen, Farbkonfigurationen, bewegliche Teile des Motors und Innenraum sowie bewegliche Haken. Ursus C355 selber wird das Ganze ausgegeben. Standardgemäß 45 PS Leistung, 70 Liter Diesel, 28 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Die Felgenfarbe kann angepasst werden, ebenso die Hauptfarbe und die Designfarbe. Hauptfarbe ist das hier oben, Design das unten, Felgen sind Felgen, ist ganz klar. Ne? 18.000 Euro standardgemäß in der Anschaffung, 918 im Leasing. Und 7 Konfigurationen, also Reifenhersteller, Reifenvariante, Design, Konfiguration mit Kabinen, Motorausführung und Frontladeranbau. Sind aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Konfigurationen. Wenn man die Farbkombination also zuzählt, halt 7. So, standardgemäß haben wir Reifenhersteller R18, Stomil? R16, R18. R16, also im Endeffekt größer und kleiner. Reifenvariante, da schon mal standardgemäß beim R18 Standard. Radgewichte, nochmal Radgewichte in mehreren Variationen und Pflegebereifung. Beim R16 das gleiche in grün, ihr seht das hier hinten. Mehrere Radgewichte bzw. eben die Pflegebereifung. Als Design haben wir erstmal ohne, dann haben wir reflektierendes Dreieck hier hinten. Hier nochmal weg, hier reflektierendes Dreieck. Kotflügel. Stärken, da haben wir dann hier hinten dementsprechend diese Stange. Dann haben wir reflektierendes Dreieck mit Kotflügelstärken. Dann haben wir Verrohrung nur mit kann man nicht so wirklich erkennen bzw. weiterlesen, was der Modder mit genau meinte. Und ohne Konfiguration an der Kabine, ohne Kabine, dann haben wir die Nusskabine, die KB2 Kabine. Die Sukukala-Kabine, die Nacklack-Kabine, Nacklack 2 gibt es natürlich auch noch. Kuno gibt es noch. Jetzt war es langsam immer unaussprechlicher. Und dementsprechend ohne Kabine. Motorausführung 355 oder C355, 355M sowie 360. Also kommen wir mit 45 PS an Leistung bis 52 PS Leistung. Hier gut weg. Und dann haben wir noch Frontladeranbau, nein, T621 Tour 2. Und das war's dann in dem Fall auch schon. Gucken wir uns das Ganze mal angeben an. Jetzt mal ohne Kabine in dem Fall. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier Ursus C355 standardgemäß. Wir haben einen schönen Chromauspuff. Die Räder sind natürlich kein LS19 Standard, das ist ganz klar. Sieht man auch leicht, dass das hier schon so ein bisschen abgerieben ist. Trotz alledem sehen die Räder sehr, sehr gut aus. Kann man eigentlich nichts dran aussetzen. Die Deagles, sprich hier bei Ursus und bei den C355, die sehen auch top aus. Der Chromauspuff sieht gut aus. Dann haben wir hier vorne nochmal Ursus, die zwei Lichter. Das passt soweit alles. Von der Texturqualität her kann man da eigentlich nicht viel meckern. Wir haben hinten ein Kennzeichen dran. Das Ganze kommt aus Polen. Das Kennzeichen ist ein bisschen, ja, oder ein bisschen sehr, je nachdem. Etwas unscharf, etwas pixelig. Hier noch Rückwärtsfahrding. Ja, gucken wir uns mal den Innenbereich in Anführungsstrichen an. Da haben wir halt hier diesen wunderschönen Sitz. Dann haben wir hier unten irgendwelche Bezeichnungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also das eins sind die Gänge, ist klar. Gang 1, 2, 3, 4, 5 und rückwärts. Am Lenkrad haben wir vorne die Armaturen. Ist ganz klar, Lenkrad lässt sich bewegen. Aber ansonsten, ja, Texturen gehen insofern klar. Machen wir mal Soundcheck. Thank you.
Also Sound hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, ja, wie soll man sagen, sehr kräftig an. Gefällt mir. Habe ich sogar schon die Vermutung, dass der relativ nah bzw. sehr nah am Original dran ist. Aber da könnt ihr dann, wie gesagt, später auf unserer Homepage nochmal in der Bewertung nachlesen, wenn wir dazu was sagen können. Kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht, unser Fahrer ist animiert. Wir gehen schön auf Gas und Bremse. Und alles, was so eben dazugehört. Wenn wir jetzt hier nochmal speziell auf die Armaturen gucken, dann seht ihr, das leuchtet auch beim Starten in dem Fall auf. Was sehr schick ist. Genauso, wenn ich hier die Blinker aktiviere, haben wir da auch dementsprechende Aufleuchtung, ob nur links oder rechts. Ihr seht auch, die Hebel selber sind hier mit animiert, wenn ich rückwärts fahre. Der Kleine geht da immer ein bisschen mit vor und zurück. Das ist also auch schon alles mal mit da, was sehr schick ist. Dann schauen wir uns mal das Ganze hier in der Nacht an. Prinzipiell erstmal nichts. Sobald ich das Licht anmache, gibt es so eine kleine Hintergrundbeleuchtung. Und man sieht hier, wenn ich die Lichtmodi anschalte, das ist alles mit vorne auf den Armaturen mit integriert. Das ist sehr, sehr schön. Ansonsten haben wir halt normales Fahrtlicht, inneres Arbeitslicht. Und das war's. Blinker sind vorhanden, reflektieren auch. Hubel ist auch da. Passt soweit also auch schon mal. So, gehen wir einmal hier zurück. Die Armaturen selber, also von der kmh-Anzahl her, sind natürlich auch animiert und kommt sogar ganz gut hin. Ich kann es jetzt nicht so richtig erkennen, aber das müssten ungefähr 20 kmh hier sein. Wir fahren gerade 20 km/h. Das passt also soweit auch. Eine schicke Sache. Ansonsten von der Fahrphysik her auch sehr angenehm. Das ist jetzt nicht zu leicht, nicht zu schwer der Mod. Das passt soweit alles. Lautstärke ist vielleicht ein little bit zu laut für den Sound noch. Könnte man vielleicht noch dazu sagen. Kann aber sein, dass das Ganze so gewollt ist. So, fahren wir einmal zurück. Ist natürlich so bei den Oldtimern immer so das Ding. Ist natürlich bei den Oldtimern immer so in einer gewissen Art und Weise so das Ding, gut, was hängt man da jetzt hinten dran bei 45 PS Leistung? Das ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht viel. Ne? Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal so einen einfachen Düngerstreuer. Ist ein Oldtimer im Endeffekt. Aber mit irgendwas muss man es ja ausprobieren. Wenn man so wieder hier rüberkommt, ja, stabil. Und selbst der ist schon, der Düngerstreuer ist schon viel zu groß. Also viel zu groß. Aber der klappt, also da glitscht nichts rum. Das passt soweit, aber da braucht ihr natürlich entsprechendes Gerät dafür. Das sollte klar sein. Ansonsten haben wir ein paar Warnings mit drin, Physik Warnings. Und zwar Non-CPU Collision for Cool Part, Cooking Runtime, bla bla bla, Not Vision for Consoles. Und das passiert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Ist aber immer wieder der gleiche Fehler. Das ist natürlich ungeil. Ich meine, der macht zwar nichts aus, er warnt nur. Aber trotz all dem müssen wir mit vermerken. Ja. Im Endeffekt gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und jo, bis denne, haut rein. Tschüssikowski.